Oh, nach was sieht es aus? Nach Kürbis. Und ich mache einen, und ihr müsst mich mal anschauen, schaut mich mal an. Ich mache einen Kürbis-Kaiserschmarrn. Ja? Gab es noch nie. Erfindung von hier und heute und jetzt. So, Butter in die Pfanne, Kürbis rein und den Kürbis mit ein paar leckeren Mandeln anbraten. So, mit ein bisschen Butter, ja? So ein bisschen Butter, dass der schon weich wird. Und in der Zeit wird jetzt ein Teig zubereitet, ein Kaiserschmarrnteig, ja, mit frischen Eiern. Da kommt das Eiweiß rein und in die andere Seite das Eigelb. Nochmal, Eiweiß und Eigelb. Nochmal, kleiner Tipp, schau mal her, wenn das Eiweiß so ganz dickflüssig hier runterläuft, ist es ein Garant dafür, dass das Ei super schön frisch ist. So. Zu dem Eiweiß eine Prise Salz. Und dann mit dem Mixer 3 Minuten steif schlagen. Okay, ready for takeoff. Jetzt zu den Eigelben Mehl und zu dem Mehl und den Eigelben ein bisschen Puder. Nee, wie heißt das Zeug? Vanillezucker. Dann Milch und die Milch mit dem Mehl und den Eigelben glatt rühren. Ja, da brauchen wir gar kein Rezept. Das kann man so Pi mal Daumen machen. Und wenn man da so ein schönes, cremiges Teiglein bekommt, dann ist er fertig. Eischnee dazu. Und den Eischnee jetzt vorsichtig unterheben. Den Schneebesen immer so ein bisschen drehen. Okay? So. Und der Teig ist fertig. So. Der Kürbis ist ein bisschen karamellisiert. Und jetzt kommt schön vorsichtig der Teig hier rein. So. Freunde, Temperatur reduzieren, 2,5 Minuten vorsichtig anpacken lassen. Der Teig ist jetzt fest und dann könnt ihr Folgendes versuchen. Okay, drückt mir Daumen. 3, 2, 1. Ah. Oh. So schaut er aus. Jetzt das Kochfeld auf maximale Temperatur stellen. Wirklich ganz wichtig, maximale Temperatur. Und den Kaiserschmarrn mit dem weichen Kürbis mittlerweile so in kleine Stücke rupfen. Und jetzt wird es nochmal interessant, meine Lieben. Und zwar, es kommt Zucker dazu und nicht so wenig. Komm, das gönnen wir uns einfach. So 1,5 Esslöffel Zucker, dann weiche Butter und zwar auch genügend. Und Butter und Zucker, ja, karamellisieren jetzt, die Süße geht so ein bisschen und ein feiner Karamellgeschmack entsteht. So. Maximale Temperatur. So, schön umrühren. Und jetzt, Achtung! Liebe Kinder, nicht nachmachen. Schönen Orangenlikör, Feuerzeug, der Zucker ist karamellisiert. Jetzt kommt ein schöner Schluck von dem Contour rein. Zack, anzünden und karamellisieren. Jingle Bells. Hey, das ist Weihnachten, oder? So, nochmal locker aus dem Handgelenk. Und jetzt eine grande Portiona. Karamellisierter Kürbiskaiserschmarrn mit Mandeln, Puderzucker obendrauf. So. Und das Ding stellt ihr in die Mitte von dem Tisch, verteilt ein paar Löffel, vielleicht noch ein bisschen Apfelmus dazu. Sensation. Guten Appetit.